Und weiter geht's mit dem Schieben des Buches in der Zisterne bei Tomb Raider 1. Ja. Ach man, schieb doch. Ich glaube, das reicht schon, oder? Yep. Und, oh. Moment mal, was war hier oben? Stirb. Warte. Stirb. Ja, gut. Gut. Oh, da liegt ja noch mehr Munition. Obwohl ich die Waffen noch eh fast nie benutzen werde, also... Höchstens am Ende. In den letzten zwei... Ein oder zwei Leveln. Ein oder zwei? Ich weiß. Vorher werde ich das eh nicht benutzen. Da steht schon sowas von fest. Hier waren die Sachen. Ach, dann bin ich gleich schon fertig mit dem Level. So. Nein, du bleibst noch mal kurz hier oben. Vielleicht ist ja hier noch... Hier was. Und... Zack. Zack. Und Hebel ziehen. Ach so, jetzt wird mir wieder einiges klar. Man musste hier oben lang, weil die Tür zufällt. Ah. Aber ob das jetzt so einen großen Unterschied macht? Eigentlich nicht. Und damit wären wir auch schon am Ende des Levels. Bestimmt habe ich irgendwo ein Secret übersehen, denke ich. Yep, ich weiß aber nicht, wo genau das ist. Naja, passt schon. Oh, ein Secret übersehen. Oh, ganz schön. Aber was das für ein Level ist? Ich hab keine Ahnung. Ich bin überfragt bei diesem Level. Nein, hier ist ein... Nein, auch nicht. Irgendwo muss hier ein Unterwasserhebel sein. Ach, da geht's runter. Ups. So. Ja, wo war das letzte Schicksal mit dem Level davor? Boah. Ist mir jetzt auch sowas von egal. Es ist ein Let's Play und da muss man nicht immer alles hin. Liegt hier noch was? Nö. Also gehen wir weiter hier. Hier gibt es bestimmt Monster, Monster. Monster, Tiere. Monster. Oh Gott, ein Krokodil. Was für ein Monster. Sowas gibt es nicht im wirklichen Leben. Oh mein Gott. Okay. Lass mir den Quatsch. Und den kann man anscheinend schieben, oder wie? So sieht das für mich aus. Daneben nicht. Daneben nicht? Dann gehe ich eben weiter hier nach hier oben. Zack. Und zack. Und da ist nichts. Und fall runter. Ja. Fall bloß runter. Und rüber da. Ja. Tot. Und nochmal in die Zisterne. Oh. Gut. Ich habe schon wieder 5 Minuten für nichts verschwendet. Ah, das gehört dazu. Dieses eine Secret, das stört mich jetzt.
Wo war denn das? Oh, oh. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Jetzt mal ernsthaft. Hier ist auch nichts. What the hell? Wo ist dieses Secret? Ich glaube, ich kann es mir denken, aber... Sicher bin ich mir da auch nicht. War es nicht so, dass man... Nein, war es nicht. Zack, drehen, weg, runter. Da hinten muss ich drauf. Aber von hier ist das unmöglich, oder? Ja, von hier ist das unmöglich. Deswegen lassen wir erstmal hier Wasser rein. Das, dieses eine Secret stört mich nicht. Dann muss ich das nächste Level wahrscheinlich später machen. Und wenn, dann ist das halt so. Ich möchte die Secret jetzt finden. Das allererste Secret in diesem Game habe ich ja nur wegen vergessen, wie man rankommt, nicht bekommen. Ja, da hinten sah ziemlich danach aus, als würde da das Secret sein. Habt ihr das gesehen, da hinten die Öffnung? Daran? Wow. Von 30 auf 8 FP innerhalb von einer Sekunde. Wow. Ihr müsst das gesehen haben. Ne? Jetzt ist doch kein fliegendes Krokodil mehr, oder? Oder fliegt es jetzt noch weiter nach oben? So. Wie komme ich denn da oben ran? What the hell is going on here? Das ist doch so natürlich nicht möglich. Doch niemals so möglich. Spring! Alter! Warum springt sie nicht? Das ist doch ganz normal. Man gibt bis zur Kante, ein zurück, läuft, drückt springen und viel zu weit. What? How the hell did I get there? Can I get there? Ich kann hier irgendeinen Block verschieben. Oder man kann irgendwo hier durch. Nein. Da. Ha. Ich wusste doch, irgendwo ging das. Ach, das ist wieder so ein Scheiß. Hm. Was war das denn da hinten für eine Öffnung? Andere Seite? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf Anhieb. Egal. So, jetzt können wir das Level wenigstens beenden. Ohne uns Sorgen zu machen, dass ein Secret vergessen wurde. Aber ich hatte recht, das Secret ist da irgendwo in der Nähe. Den habe ich im letzten Part erwähnt. Oh, oh, oh Gott, 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 Gott. Das wäre es jetzt gewesen, welchen Stacheln gefallen. Hm. Das wäre es gewesen. Zack, hoch, drehen, runterfallen. Hey, warum? Sei doof, Lara. Sei doof, bitte.
nicht mehr, ich habe nicht laufen gedrückt, ich habe springen und vorwärts gedrückt und sie läuft nach vorne in den Stein rein. Ja, sei doof. Ach so, ups. Okay, vorher im Schalter noch. Betätigen. Mit Hebel besser gesagt. Ja, fall runter, ich mag das. Und spring nicht drauf, nein. Danke. Nein, Güte. So. Zack. Zack. Und zack. Und runter. Und zusammen. Und bla. Und jetzt kommen wir ins nächste Level. Und jetzt habe ich auch alle drei Secrets. Tada! Bong! Ah, schrei ja. Schrei, bevor wir ins nächste Level gehen. So. Jetzt mache ich nur noch so, dass ich an Land komme und dann speichere ich. Hoch hier. Und zack. Und Hebel. Ah, das Krokodil bringen wir noch vorher um. So, hier machen wir einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK-Indianer-Turm.